Hallo meine Freunde, willkommen wieder zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Bald haben wir es geschafft. Bald sind wir beim Endboss. Zumindest schätze ich das. Bei dieser haben wir schon die großen Viecher. Die Gargantua? What the fuck? Egal. So, also das brauchen wir, das auch. Das brauchen wir nicht. Können wir uns sparen. Bisschen Geld. Nein. Das braucht man. Diese Viecher sind gefährlich, weil die hauen einfach eine Pflanze nach den anderen kaputt. Also dafür bräuchte ich etwas schnell aufladbares und billiges. Was steht da? Am besten noch diesen Pilz. Und das Wachs. Mehr können wir bisher noch nicht machen. Ich hoffe zumindest, dass er nur eine Pflanze pro Schlag kaputt macht und nicht auch noch den Topf dazu. Weil das könnte dann ziemlich gefährlich werden. Boah, so welche Lane. Mach es fertig. Ein Treffer nach dem anderen muss sitzen. Und ich habe schon was überlegt, was ich als nächstes Let's Playen werde, wenn das hier vorbei ist. Komm, geh zu. Zwei rein. Die Musik ist viel zu fröhlich. Aber jetzt gehen wir in die spannende Phase über. Weil jetzt kann jeder Fehler unser letzter sein. So, und wie ich das Spiel jetzt gekommen bin. Ja, ich hab's auch gesagt, wie ich das Spiel kann, kommt ein Pinüppel-Zombie. Und zwar genau dort oder dort. Komm, die eine hast noch. Butter. Butter bei der Fische. Butter bei der Zombie. Komm, Butter bei der Zombie. Jawohl. Das ist eh das Schönste. Ja, gut, dass wir da schon mal eine Pflanze hingesetzt haben. Wenigstens. Komm, mit Butter. Jawohl. So möchte ich das sehen. So. Kommt wieder Butter bei den Fische. Ganz viel Butter. Doch nicht. Gut, diesmal habe ich mal Glück gehabt. Weil jetzt brauche ich hierfür insgesamt 225 Sonnen, um einmal das zu platzieren, dann das zu platzieren und dann das hier zu platzieren. Nicht gerade zu einfach. Aber wer mag es bitte schon einfach? Komm, dein letzter Wurf. Jawohl. Jetzt kommen schon die Zombies. Ich hoffe noch kein großer. Und ich hoffe jetzt, dass tatsächlich keine Typen von oben kommen. Okay. Bis jetzt sieht ja noch alles gut aus. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das angesagt habe zu reden, war bisher nur der alle Zombie zu sehen. So, wo es gefährlich hier ist, auch gefährlich. Und da drüben ist gefährlich. Da sollte ich
Ja, lieber Herr große Zombie, für dich habe ich gerade noch keine Zeit. Lass mich noch ein bisschen. Blub. Blub. Komm, noch mal Butter, Butter, Butter. Sobald du irgendeine falsche Sache machst, ich schwöre dir, ich zünde das Ding. Okay, du kommst mir schon zu nah. Komm, 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 rein, rein, rein. Buh. Was? Der wurde nicht getroffen. Das ist ganz schön dumm, dass er nicht von dem Teil hier attackiert wird. Weil im Radius war er hundertprozentig, da kannst du nichts gegen sagen. Und das liegt daran, dass er Butter bei der Frische hatte. Jetzt kann ich es euch natürlich nicht mehr sagen. Jetzt ist es schon wieder zu spät. Aber sie haben es ohne die Hilfe von den Kollegen hier geschafft. Oh, ist voll geile Drohung. Ich stell das Ding. Ich platziere die Kaffeebohne, wenn du dich weiter bewegst. Ja? Voll die geile Drohung. Ich mach dein Leben kaputt. Ich mach kaputt. Ich mach. Ich finde das alles so herrlich. Nächste Reihe Butter. So, dann haben wir noch ein Level und dann kommt, glaube ich, schon das Finale. Da gibt es jetzt auch schon die letzte Pflanze. Was war es nochmal, die letzte Pflanze? Boah. Wenn ich das wüsste. Ich weiß auf jeden Fall, dass es davon eine erweiterte Form gibt. Verdammt. Boah, welche war es denn? Lass mich denken. Denken kann ich nämlich sehr gut. Nicht. Sowas von überhaupt nicht. Hey, das ist unfair. Komm mal weg. Das ist unfair. Cheater. Du wurden mir nicht angezeigt. So. Jetzt reicht's mir. Boom. Fatality. Boy. Genau, die Melone war's. Melonenkatapult. Ist zwar sauteuer, aber ganz schön stark. Versuch verursacht große Schaden an Gruppen von Zombies. Das zeige ich euch sogar. Ups. Genau da. Okay, das gibt's noch nicht. Das heißt, mit diesem Gartenhandschuh kannst du die Pflanzen in 10 Gärten umstellen. Sauber. Genau, die Reihe waren die für diese Spezial, die man im Shop kaufen kann. Und jetzt haben wir alle normale schon mal gekauft und hier Schaden schwer. Das ist so Hammer. Oh, das wird besser Mikro, das ist nur. Okay, jetzt müssen wir erstmal überlegen. Also. Die brauchen wir. So. Ja, die brauchen wir auch. So. Ich würde sagen, das. Ne? Nein, wenn wir sagen so. Und was können wir noch sagen? Die hier und die Kirsche. Ja, das machen wir so. Einfach, wenn wir es können, machen wir das so. So, wie viel werden kommen? Wenn er jetzt 3 sagt, dann bringe ich das Spiel um. Ja. Bring ein Spiel um, versteht er? Komm. Gib
Sonne. Hallo und herzlich willkommen zu einem extra langen Part. Ich wollte sie schon da hinsetzen. Oh, das ist ja schon wieder wunderschön hier. Ich dachte, es kommt zwei Flangenlevel. Leucht schön. Nach langer Zeit, nach den zwei Faktenvideos, die jetzt die letzten zwei Tage, in den letzten drei Tagen, also am Sonntag und am Montag kamen. Muss meine Laune schon wieder ganz nach unten setzen. Ich hasse dieses Spiel. Ab und zu mal zumindest. Ah, diese Musik ist viel zu fröhlich. Komm, mach Mucke aus. Obwohl, die Mucke ist aber auch schön. Mir fällt gerade auf, dass ich meine Sonnenblumen schon wieder nicht schütze. Aber das ist mir im Moment sowas von wurscht. Dieses Wurscht mit dreimal Käse drauf. Hat schon wieder keinen Sinn. Aber das ist mir sowas von egal. Bin heute eh schon wieder so ein bisschen pissig. Ein bisschen. Psch, soll niemand merken. Das macht mir meinen ganzen Plan kaputt. Hättest du jetzt nicht da oder da hinkommen können? Nein, du musst natürlich da. Wo es mir sowas von überhaupt nicht passt. Komm. Jawohl, Butter bei der Fische. Das macht genauso wenig Sinn wie davor immer. Aber es ist Butter bei der Fische. Unheilspilz. So, schon mal ein Blatt. Die Musik ist viel zu freundlich für dieses Spiel. Viel zu freundlich. So, wenn ich das jetzt platziere, jetzt kommt hier ein Pinöppel-Zombie. Wartet. 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 Eine Sekunde noch. Ah ne, jetzt kommt schon die Welle. Scheiße, jetzt kommt schon eine Welle. Komm, gib, gib. Ist ganz schön blöd, dass jetzt schon die Welle kommt. Komm, wo greifst du an? Och du. Verdammte Kacke. Wie machen wir das denn jetzt hat? Ja, nein, was anderes kann ich nicht machen, außer dieses Ding davor sitzen. Oh. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, ist einfach so lustig. Aber das soll mir gerade sowas von egal sein. Dass es mir auch egal ist. Och nö. Komm, mach fertig. Mach Butter. Butter. Nein. Butter. Hallo. Was verstehst du nicht unter Butter? Hier, nimm und mach Butter. Du sollst jetzt Butter machen. Boah, ich wollte gerade sagen, ja, komm, nimm mit. Das ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja schon Blätter da. Ja, komm, mach. Mach ruhig. Lass dich keine Chance. Was? War was? Ich hab nichts gehört. Ja? Ja, das ist gut. Alter. Ich finde die Sounds einfach so lustig in diesem Spiel. Komm, mach Butter.
Jawohl, danke. Butter. Butter. Kannst du bitte Butter machen? Ich liebe diese Wassermelone. Welle um Welle. Schlagen wir uns durch dieses Level. Scheiße. Komm, Butter, Butter, Butter. Wenn ich dieses Geräusch höre, kriege ich Gänsehaut. Danke! Das Geräusch, ich hasse es. Ich hasse es ohne jeglichen Grund. Naja, schon ein Grund. Weil wenn es einmal BOOM macht, dann ist alles in der Umgebung am Arsch. Komm, geh zu. Drei brauche ich noch. Komm, eine noch. Nein, Sonnenblume. Dafür wirst du bezahlen. Bumm. Gacha bumm. Gacha boom. Gacha boom. Einfach überall macht er boom. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Locker easy. Wo ist denn da Problem? Probleme bei diesem Level? Ich glaube nicht. Nein. Ich hatte noch nie Probleme bei. Ich schwöre dir. Komm noch einmal so nach. Du kommst mir wirklich zu. Ja gut, das ist in Kürze weg. Ich glaube, die Sonnenblume hält aber trotzdem diese kurze Zeit nicht aus. Da geht's doch. Wieder Butter. Überall Butter. Was haben die alle mit ihrer Butter? Mögen sie Fisch nur mit Butter oder was? Also es ist mir, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich musste viel zu viel reparieren. Musste viel zu viele von den Teilen hier bauen. Und viel zu viele Sonnenblumen ersetzen. Nämlich drei Stück schon. Jetzt hatte ich schon die. Siehst du? Alter, verzieh dich. Nein, da gibt's schon. Das ersetze ich jetzt ganz sicher nicht, weil wenn ich das mache, bin ich tot. Bin ich aber sowas von tot. Dass es Toter gar nicht mehr gibt. Zu eurer Information. Oh, schon wieder. Verzieh dich. Ich schwöre, mein Gott. Wenn ich dich sehe, dann ist aber Rambazamba angesagt hier. Lol. Und seine letzte Blume. Weg sind sie. Danke. Du kommst mir gänzlich ungelegen, du da. Hey. Hey, ho. Mach Butter.
Was ist das? Einmal Butter machen, dann machst du keine. Was ist denn das für eine Logik? Das wird zwar nichts bringen. Schaden bringt es bei dem. Der ist nie ein One-Hit. Ach du Scheiße. Komm, mach Final Hit. Komm, bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um, bitte, bitte, bitte. Huh, gar nicht knapp oder so. Hätte der den jetzt nicht umgebracht. Hausbesitzer, du hast unsere Forderungen nicht erfüllt. Wenn du nicht gehorchst, sind wir gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Übergib uns sofort dein Haus und dein Gehirn. Herzlichst, Dr. Edgar Zombos. Man merkt, dass er Doktor ist. Da kann er nicht gescheit schreiben. So, da müsste jetzt nur noch geschehen, Gehirnlichst. Oh, er ist hier. Mach dich lieber bereit. Das wird ein ziemlich heftiger Kampf. Aber hör mal, ich weiß, was seine Schwäche ist. Du musst seine Milz erwischen. Ach nee, das war ein anderer Typ. Milz. Ich glaube, das ist eine Anspielung, die ich gerade nicht verstehe. Du musst ihn treten in die, du musst oben drücken, dann oben unten links, rechts, okay, das habe ich verstanden, das war ein... Anspielung auf den Konami-Code. Warte, jetzt weiß ich es wieder. Du musst... Gut. Was da geschieht, sehen wir in den nächsten Part. Ich hoffe, es ist morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.